Wir sind zu Besuch bei Peter Berthold, Deutschlands bekanntesten Vogelschützer. 60 Jahre hat er über Vögel geforscht. Jetzt lebt er im Dörfchen Billafing nahe des Bodensees. Sein Garten, ein wildes Paradies. Nur 500 Quadratmeter ist er groß, aber alles hier strotzt vor Leben. Nicht zuletzt der Hausherr. Hier ist ein kleiner Teich, der ist auf der Garage angelegt. Nicht sehr groß. Hier blüht gerade die Iris Sibirica, hier der Schlangenknöterich. Viele andere kommen nach. Wasserdost ist hier schon im Anmarschieren. Und obwohl das Gebilde sehr klein ist, hier drin gibt es Laubfrösche, sodass wir also hier an Sommerabenden in den verschiedenen Büschen Laubfroschkonzert haben. Also da kann man wirklich sagen, Platz ist in der kleinsten Hütte, wenn das Haus klein ist und der Garten groß ist und entsprechend lebendig eingerichtet. Fast alle Pflanzen hier sind einheimisch und bieten Tieren Nahrung und Schutz. Das ist eine bunte Mischung von ganz verschiedenen Pflanzen, hohe, niedrige und so weiter. Gut für Insekten, ganz verschiedene Samen. Und ganz besonders wichtig sind natürlich die Disteln. Die haben lange Blühzeiten, ernähren Unmengen von Insekten und haben dann natürlich Samen, die bis ins nächste Frühjahr hinein Vogelfutter darstellen, sodass Disteln und Karden eigentlich zu den wichtigsten Futterpflanzen gehören, die man im Garten mit ansiedeln kann. Weil sie gut für die Vögel sind, dürfen auch ein paar exotische Pflanzen hier wachsen. Also hier zum Beispiel ist etwas, wo viele sagen, das gehört eigentlich in so einen Garten gar nicht rein, nämlich der Bambus. Aber der hat den großen Vorteil, der ist wintergrün, sodass wenn nachher der ganze Garten entlaubt ist, haben wir hier eine Ecke, in der alles schön grün ist. Und da können ganz viele Vögel sich bei schlechtem Wetter tagsüber in Schutz begeben und sie können vor allen Dingen drin nächtigen. Schutz finden die Tiere auch am Haus. Die Wand ist voller Kletterpflanzen, nur das Dach ragt heraus. Insgesamt natürlich ein wunderbarer Platz für Vögel als Versteck. Also wir haben dieses Jahr im Garten hier insgesamt 23 Brutvogelarten auf 500 Quadratmeter und ungefähr 40 Vogelpaare, die hier nisten. Also das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Dafür ist natürlich auch verantwortlich, dass es hier eine Ganzjahresfutterstelle gibt. Sonst müssten die sonst wohin und die Nachbargärten sehen zum großen Teil aus wie grüne Wüste. Das heißt, da wäre nicht viel zu holen. Insofern ist wichtig, dass hier auch eine Zufutterstelle sind. Füttern ist mittlerweile Bertholds Hauptbeschäftigung im Sommer. Und das, obwohl sein Garten voller Samen und Insekten ist. Aber das reicht nicht, meint er. Die Vögel bräuchten heute eine Ganzjahresfütterung, auch wenn einige Naturschutzverbände dagegen sind. Zurzeit füttern wir hier 100 bis 150 Knödel am Tag. Im Winter vergleichsweise in derselben Zeit vielleicht 1, 2, maximal 5. Also so groß sind die Unterschiede. Warum sind die so groß? Die Altvögel müssen jetzt arbeiten wie die Irren, von morgens bis abends fliegen, 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 Futter besorgen für die Jungen. Gott sei Dank sind sie so schlau, dass sie die wenigen Insekten, die sie fangen, an die Jungen verfüttern und das Fett selber fressen. Wenn sie ohne Fett leben müssten und würden die Insekten selber fressen, würden in der Zwischenzeit die Jungen im Nistkasten verhungern. Genau das will er verhindern. Deshalb füttert er nicht nur am Haus, sondern auch in seinem kleinen Bauerngarten, wo er ein paar Ziegen und Hühner hält. Hier warten schon Dutzende Spatzen und Stare auf ihn und auf einen besonderen Leckerbissen, Mehlwürmer. Die füttert er als Proteinquelle zu. Das ist heute notwendig geworden, weil in der freien Natur draußen kaum Insekten zu finden sind. Und 80% Abnahme innerhalb von 30 Jahren. Auf den humusarmen Äckern gibt es kaum noch Regenwürmer. Also das sieht schon sehr schlecht aus. Und deswegen stürzen sich die Vögel auch geradezu wirklich wie hungrige Wölfe auf die Mehlwürmer. Natürlich als Alleinnahrung für Singvögel nicht taugen, aber als Zufutter natürlich ganz hervorragend sind. In den Urlaub fährt der Vogelschützer übrigens nie. Das will er seinen Vögeln nicht antun. Aber wo sollte er auch hin? Bei diesem wilden Garten.